Moin und herzlich willkommen in einer weiteren Fahrzeugforschung von OM Classics. Heute stellen wir euch auf vielfachen Wunsch einmal die Baureihe Mercedes-Benz 190er genauer vor, der sogenannte Baby-Benz. Und warum dieses Auto im Vergleich zu allen anderen im Internet viel teurer ist, zeigen wir euch gleich beim Check auf der Hebebühne. Heute haben wir mal das Thema Baby-Benz aufgegriffen, weil irgendwie ist es nie dazu gekommen, dass wir ein solches Fahrzeug hier bei uns im Bestand haben. Und da haben wir jetzt natürlich ein richtig krasses Auto. An sich nicht spektakuläres, haben wir aktuell zwei, einmal Benziner. Aber heute geht es um dieses Fahrzeug, 190er Diesel mit einer Historie, die schon fast einzigartig ist. In diesem Auto stecken sage und schreibe 28.000 Euro Reparaturkosten. Warum und wieso, werde ich euch jetzt einmal zeigen. Vielleicht mag Philipp schon einmal in die Halle gehen, dann fahre ich ihn einmal auf die Hebebühne. Wird immer alles schön wieder zur Seite kommt hier in der Werkstatt, wie sich das gehört. So, Andreas bockt uns das Auto einmal auf. Andreas, sag mal hallo, die Leute haben dich auch schon vermisst. Hallo. So, nee, da muss noch ein Stück vor. Peter hat hier wieder alles liegen lassen. Wenn man mal wieder diesen Sound hört. Oder Philipp? Erkennst du mittlerweile auch, ne? Dass natürlich, das ein richtig geiler alter Diesel ist. Das war quasi damals das Modell, mit dem Mercedes, ja quasi, wie soll man das sagen, dem Otto-Normal-Bürger den Einstieg in die Mercedes-Welt erlauben wollte. Oder, ja, wie sagt man das? Du weißt, was ich damit meine. Die meisten dieser Autos sind wirklich irgendwie vom Roster hingerafft worden. Ich mach den mal eben aus. Ihn darfst du auch nicht im seitlichen Profil filmen, ne? Überseitig. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Ich kann es jetzt ja bald raushauen. Wir fangen am Montag und Dienstag mit den Dreharbeiten zur vierten Staffel von Verkauft und Zugelassen an. Und Andreas und ich haben ja noch eine Wette laufen. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drauf eingegangen sind. Wer von uns, man kann es ja unschwer, bei ihm natürlich mehr als bei mir, dass wir ein bisschen zugenommen haben. Und der Wetteinsatz war, dass derjenige, der am wenigsten abnimmt, war es, ne? Muss im gegnerischen Fußballtrikot hier Dienst machen. Dortmund-Fan, Bayern-Fan. Wir haben die Wette insoweit geändert, dass derjenige gewinnt, der am wenigsten zunimmt. So, das war natürlich ich. Und jetzt muss Andreas in Kürze, wann werde ich es noch nicht sagen, aber muss in Kürze im Bayern-Trikot hier Dienst machen. Und ich freue mich da so sehr drauf. Aber das nur so am Rande. Ja, beim 190er, falls ihr euch für so ein Fahrzeug interessiert, auch niemals ohne Hebebühne so ein Fahrzeug besichtigen, weil, ich sag mal, 90% dieser Fahrzeuge sind wirklich alle vom Rost dahingerafft worden. Das war bei diesem hier auch, um das mal kurz zu erklären. Der Wagen hatte hier an der sogenannten Sakko-Planke einen ganz leichten Schaden. Da ist jemand mit seinem Auto, ich sag mal, reingerollt. Und damit ist der Kunde zum Karosseriebauer seines Vertrauens gefahren und gesagt, hey, mach mal den Unfallschaden weg. Und dann nahm das ganze Elend seinen Lauf. Und dann hat der Kunde in den letzten zwei Jahren 28.000 Euro in dieses Auto gesteckt. Erinnert mich immer an die Darmspiegelung. Wenn der Arzt früher, wenn ich im Krankenhaus gelegen, hat sich diese Handschuhe angezogen, hat immer so gemacht. Und dann wusstest du auch, was jetzt hier. Einmal tief einatmen, Herr Cordes. Und dann nahm das Elend seinen Lauf. So, aber wie man hier schon unschwer erkennen kann, ist zum Beispiel auch die komplette Auspuffanlage einmal erneuert worden. Das kann man hinterher auch anhand der Rechnung einmal sehen, weil die komplett korrosionsgeschwächt war. Guckt euch auf jeden Fall Abträge an, diese Geschichten, dass die vernünftig kernig sind. Wir können hier sehen, das komplette Fahrwerk ist neu gemacht worden. Sowohl Federn, Stoßdämpfer sind neu gekommen. Bremsschläuche sehen relativ frisch auf. Achsaufnahmen sind gemacht worden. Kann man sehen, und B haben wir auch die alten Rechnungen vorliegen. Die ganzen Lenker, Koppelstangen und so weiter und so, etc. pp. Wir fangen nicht an mit und so weiter und so fort. Ist alles komplett neu gekommen. Und eigentlich haben diese Autos immer die gleichen Roststellen. Das geht wirklich, an den ganzen Achszeilen geht das Ganze schon los, dass sie wirklich alle irgendwo gammelig werden. Hier sind sie anschließend, man kann das auch sehen, die sind alle komplett entrostet worden. Lackiert worden und dann vernünftig beschichtet worden. Man sieht hier ist eine richtig schöne dicke, wenn ihr seht, hier, da ist eine richtig schöne dicke Wachsschicht drauf.
Bremsleitungen sind neu gekommen. Gut, hier kann man die, ja, die Halter könnte man vielleicht nochmal machen. Hier vorne zieht sich's weiter. Hier ist zum Beispiel noch eine schöne Mercedes-Benz-Schraube. Ist auch alles komplett neu gekommen. Dann sehen wir hier, das habe ich in den Rechnungen nicht gesehen, aber das kann man hier sehen. Der Bremssattel vorne links als auch vorne rechts ist neu gekommen. Koppelstangen neu gekommen und so wie die Stoßdämpfer aussehen. Ja, Stoßdämpfer vorne sind auch neu, Federn vorne sind neu. Und was relativ selten ist für so einen alten Diesel, ist der relativ trocken. Wir sehen hier so ein bisschen, das ist auch nichts, kannst du das mit der Kamera gut sehen? Ja, ich sehe es. Das ist jetzt auch nichts, ich sag mal gravierendes, das ist so übliches Schwitzen. Man würde sehen, wenn er wirklich anfängt zu ölen, dass es hier unten anfängt abzutropfen, aber das ist alles super in Ordnung und das kann eigentlich auch genauso bleiben. Getriebe, das sieht auch alles sehr, sehr gut aus. Auch oben, ja, hier bis zum Krümmer. Also Krümmer ist der alte geblieben. Wenn du jetzt hier siehst, wie blank der Motor ist, da kann ich gleich noch was zu sagen. Das ist nämlich etwas, was mich sehr, sehr überrascht hat. Der Wagen hatte nämlich einen größeren Defekt am Motor, was für einen alten Diesel von Mercedes sehr, sehr unüblich ist. Auch hier vorne, das ist alles schön kernig. Auch hier, das sieht doch geil aus. Seht ihr das hier vorne? So muss das Ganze aussehen. Jo. Dieselfilter frisch, hier vorne Riemen frisch. Der ganze Spanndämpfer ist auch flammenneu. Das macht alles einen richtig schönen, soliden Eindruck. Bremse kannst du jetzt wahrscheinlich mit der Kamera schlecht einfangen, ist auch gut. Allwetterreifen haben wir hier auch drauf. Habe ich euch beim letzten Mal auch schon gesagt, da mal bitte darauf achten, dass der Reifen nicht zwingend älter ist als 8 Jahre. Jetzt habe ich hier mal im Gucken, ob wir einen Schraubenzieher haben. Wie bei jedem alten Mercedes, schaut euch das an. Hier ist so ein bisschen Schmuck drunter, aber meistens sind hier diese Aufnahmen hier an den Seiten schon komplett weggerostet. Aber das sieht alles, ja, ist auch schönes Wachs drauf. Da ist nichts. Also, lassen wir auch einfach mal offen. Da kommt sowieso am Freitag schon ein Kunde für, dann kann man das auch dementsprechend vorbereiten. Und auch hier, wenn du da ganz hinten siehst, alles schön blank und so, wie sich das gehört. Auch alles kernig, Wagenheberaufnahmen, alles richtig, richtig schön. Und guckt euch wirklich immer alle 4 Wagenheberaufnahmen an. Mir ist es selber schon mal passiert. Hab mir 3 angeguckt. Für die 4. war ich zu faul und die war natürlich auch durchgegammelt. Auch hier sind auch noch Spinnenweben drin. Aber das ist alles schön ordentlich, so wie man sich das wünscht. Ja, hier, diese hier zum Beispiel, da sieht man, ja, die muss auf jeden Fall einmal ein bisschen behandelt werden, weil hier, wir haben 3, die geil aussehen, ist das perfekte Beispiel. Und die hier, ne, die erfordert so ein bisschen, ja, die ist knusprig. Da müssen wir auf jeden Fall, müssen wir da dabei. Und da kann man hier auch schon ein bisschen sehen, Kotflügel sind beide neu gekommen, Originalteile von Mercedes-Benz. Weil die unterhalb der Sakkoplenke auch alle schon komplett weggegammelt waren. Und hier, ja, das beste Beispiel, als wäre es verabredet gewesen, alle Sakkoplanken einmal in Ruhe anschauen. Dann ist immer diese typische Stelle, wie bei fast allen Daimlern, Heckscheibenrahmen anschauen. Aber hier ist die Heckscheibe komplett ausgebaut worden. Die Heckscheibe ist auch neu gekommen. Der Heckscheibenrahmen ist instand gesetzt worden. Auch hier unter diesen, ja, dieser Entlüftung ist was dran gekommen, aber ansonsten sieht der hier erstmal sehr, sehr schön aus. Kofferraum ist auch mal so ein Indiz, weil hier ja nichts gedämmt ist. Wir haben hier auch keine Feuchtigkeit im Auto. Auch hier unten, das sieht alles solide, sauber und vernünftig aus. Ist ja noch nicht aufbereitet, der Wagen. Den haben wir auch genauso bekommen. Und wie ich es auch immer gesagt habe, man muss sich auf jeden Fall. Ja, und hier können wir auch schon sehen, hier ist nicht ganz so schön sauber, ja, wobei das ist Talkum wahrscheinlich. Ja, und hier, die ist abgekommen, da sieht man auch hinter, da ist noch so ein bisschen das Wachs. Wir haben hier die MB-Tex-Ausstattung, also kein echtes Leder, sondern ja, das MB-Tex in Blau. Und was auch so eine typische Krankheit bei diesen Fahrzeugen ist, wenn man das hier sieht, die Türverkleidung ist unter Spannung. Also da ist Luft drunter und fängt dann irgendwann an, sich extrem aufzublähen und zu reißen. Noch schlimmer ist das hier. Wenn ihr das hier seht, siehst du, Philipp, da ist, richtig, da ist richtig viel Luft darunter. So, Motorraum. Und so muss das Ganze auch aussehen. Da könnte man sagen, oh, das ist alles Seck und, Dreck und Siff, aber das ist alles Wachs. Dieser Wagen hat beim Vorbesitzer erhöhten Ölverbrauch aufgewiesen, was relativ selten ist.
und wurde dann, haben sich verschiedenste Firmen dran vergnügt, bis dann eine Fachfirma festgestellt hat, dass ein Pleuel, eine Pleuelstange, eine leichte Unwucht hatte. Und dann ist der komplette Motor einmal überholt worden und ist jetzt eigentlich, ja, den kriegst du unter normalen Umständen, kriegst du nicht kaputt. Wir haben einen klassischen Saugdiesel, sprich kein Turbolader, keine thermischen Probleme. Hier alles, was hier so ein bisschen blinkt, wenn man sieht, hier am Krümmer, die Schrauben da unten, die Lagerungsschrauben sind alle neu. Die Dämpfung hier ist komplett neu, also da ist auf jeden Fall, da sieht man auch, wo diese 28.000 Euro unterm Strich geblieben sind bei diesem Fahrzeug. Man muss dazu sagen, das ist der Wagen, das ist jetzt vielleicht eine blöde Aussage, aber das ist der Wagen theoretisch gar nicht wert, weil es ist und bleibt ein 190er Diesel, die haben ihren Preis. Dieser hier ist im Vergleich zu den anderen im Internet relativ hoch angesetzt. Aber hier spielt einfach auch die ganze, ja, ich sag mal, diese ganzen Reparaturkosten auch eine Rolle. Man hat hier auf jeden Fall ein Auto, was für die Zukunft gemacht ist. 89er Baujahr mit Saccoplanken, 72 PS Saugdiesel. Den kriegst du unter normalen Umständen nicht mehr kaputt. Rost, die eine Wagenheberaufnahme machen, die andere nochmal vernünftig behandeln. Und dann hast du da eigentlich lange, lange Ruhe drin. Ich würde vorschlagen, weil im Innenraum gibt es bei den blauen Fahrzeugen auch immer ein absolutes K.O.-Kriterium. Ich fahre jetzt einmal rum, fahre vorne wieder rein. Ja. Und dann kann Peter hier gleich weiterarbeiten. Das Geile wieder, auch vorglühen. Da muss ich gleich noch was zeigen. Wir haben jetzt neue Tassen. Ui. Bin gespannt. Öldruck setzt sofort ein. Sorry für die Kurzunterbrechung dieses Videos. Wir möchten euch nochmal auf unseren Online-Shop hinweisen. www.om-classics-shop.de findet ihr unsere Hoodies und T-Shirts. Schwarz-Weiß in den Größen M bis 3XL mit dem Aufdruck Altblechfreund oder Dieselfetischist. Des Weiteren haben wir Wackeldackel, Klohüte, CETEC-Ladegeräte und verschiedene Aufbereitungsprodukte für euch im Shop verfügbar. Adresse ist hier eingeblendet. Das Video geht weiter. Wo ihr auch darauf achten müsst, immer das Schiebedach, wir lassen jetzt einmal kurz laufen, wegen der Batterie, weil die haben diesem, ja, Mercedes-Schiebedächer, das sind Arschlöcher. Teilweise öffnen die und schließen die nicht richtig, aber das macht er hier perfekt. Und ganz wichtig ist diese Funktion, ja, kommt auch vernünftig runter, weil da sind so Hubzylinder drin und die neigen ganz gerne mal dazu, dass die kaputt gehen. Ach nee, ich wollte euch das ja von innen zeigen. Ja, ansonsten Türverkleidung sind wir gerade schon drauf eingegangen. Armaturenbrett sind wir auch schon mal im Video drauf eingegangen, dass die blauen Armaturenbretter dazu neigen zu reißen. Das hat er hier nicht. Er hat hier bloß eine unschöne Stelle im Innenraum. Da müsste man wirklich mal gucken, ob man dieses Plastikteil hier einmal neu bekommt, weil das ist gerissen. Da war mal ein Schalter drin. Warum? Ja, das kann ich nicht ganz genau sagen. Aber ansonsten ist er vom Zustand her, laut Tacho hat er 115.000 Kilometer gelaufen. Wenn man sich so das Lenkrad anguckt, die Pedalerie, Schaltknauf, Sitze, ist das absolut authentischer Kilometerstand. Man kann hier auch sehen, dass der Karosseriebetrieb hier auch einiges aufgewendet hat und das Auto vernünftig gewachst hat. Da ist unser Mike. Mike, sag mal hallo. Guck mal, er versucht sich schon schön durchs Hintertürchen zu schleichen. So, hier musst du nachher auf jeden Fall immer die Adresse irgendwie wegmachen. Ne? Also wir können hier sehen, Line in 22 für 595 Euro ist der Visco-Lüfter neu gekommen. Dann für 3.117 Euro ist der kleine Schaden am Seitenteil gemacht worden. Das Ganze ist natürlich auch vernünftig bebildert worden und hier kann man auch sehen, ja, das war wirklich nur, wenn man hier sieht, eigentlich fehlt da nur eine kleine. Da ist wirklich nur was reingerollt, also kein massiver Seitenschaden, sondern einfach nur ein kleiner Anstoß. Ja, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. 4.823 Euro im Jahr 2022. Auch mit der Abgasanlage, starke Korrosion, Lenker, Schrauben festgerostet, Querlenker festgerostet, Stoßdämpfer verrostet. Also da, ja, die üblichen Problemchen. Dann haben wir hier nochmal in 21. Da ist schon die Überholung des Motors drin und der Kupplung drin. 3.130 Euro. 1.916 Euro. Da ist nur das Schiebedach für 2.000 Euro komplett gemacht worden. Dann haben wir nochmal 6.700 und
5 Euro, wo dann auch die Heckscheibe gemacht wurde. 1695 Euro, 3343 Euro, ja, 159 Euro, 40 Euro, 50 Euro, 500 Euro. Genau, das hier kann man hier auch sehen. Zack, das war gerade, was ich gesagt habe, dass der Spannarm von der Lichtmaschine und vom Riemen kaputt gewesen ist. Also da hat der Doktor, wir haben hier auch das Auto, der sogenannte seriöse Vorbesitz, einiges an Geld in das Auto investiert. Und der Wagen ist auch nur bei uns gelandet, weil er sich jetzt zwei Hunde angeschafft hat, er dazu ein größeres Auto brauchte, sich jetzt ein 124er Kombi gekauft hat. Ansonsten gibt es in dem Auto nicht ganz viel zu sagen. Alpin Weiß heißt die Lackierung. Und mit den schönen Gullideckel-Alufelgen ist das eigentlich ein stimmiges Auto. Ausstattung haben wir hier ein Schiebedach, MB-Tex, Lederausstattung mal in Anführungsstriche gesetzt. Und ansonsten haben wir einfach nur ein Auto, mit dem man sehr, sehr viel, ein Schiebedach, oder hatte ich das gerade schon gesagt? Hast du schon gesagt, habe ich schon gesagt. Ein Auto, mit dem man sehr, sehr viel Spaß haben kann und wo ihr auch vor allen Dingen einsteigen könnt, losfahren könnt und glücklich sein könnt. Diese Roststelle vorne an der Wagenheberaufnahme, das machen wir noch fertig. Dann wird er noch einmal picobello aufbereitet, bekommt einen neuen Service, TÜV AU, die Türverkleidung wird von uns noch gemacht. Und sollten wir das Ersatzteil vorne in der Instrumententafel noch finden, machen wir das natürlich auch noch neu. Und dann würde ich sagen, Philipp, auf jeden Fall mal eine Runde drehen. Jawohl. So. Gibt es eine kleine Weltpremiere. Wir haben gedacht, wir tauschen einfach mal die Rollen. So, bin ich mal gespannt. Das kann ja nicht so schwer sein, was der Philipp immer macht. Er kriegt den Schlüssel schon nicht umgedreht. So, pass auf, kann ja nicht so schwer sein, was der Patrick hier immer macht. So, vorglühen. So, weißt du, was das Wichtigste ist, Philipp? Anschnallen. Ja, das machst du auch nicht. ich bin immer angeschnallt, Philipp. So. Mal gucken, ob er auch mit so einem... Weil Philipp fährt ja sonst... Oh, ist das geil, oder? Also, so, jetzt geht's los. Hoch. So. Zack. Ja, hätte ich das gedacht, dass ich mal... Geil, wir kriegen dich noch auf den Geschmack. Darf man ja gar nicht sagen, dass Schweinebenz... Nee, Schweinebenz gibt's wieder einen Shitstorm. Wobei, es hat ja mal einer unter ein Video geschrieben, ich soll Schweinezüchter werden, ne? Ja, genau. Weil ich von Autos keine Ahnung habe. Also verzeiht es mir, wenn die Kamera ein bisschen wackelt. Ja. Aber ich möchte, dass es genau so im Video genau, erscheint. Das ist echt, ne? So, ich filme jetzt mal ein bisschen vorne. Ist das okay, Philipp? Ja, ja, ne? Ja, das passt. So, jetzt fahren wir hier schön. Schön durch die Weltmetropole Lastrup. So. Und dieser Sound ist einfach herrlich, oder? Ich feier den ja nicht so, ne? Ich mach mir ja auch keine Freunde, wenn ich das sage. Nein, nicht aber wirklich. Was soll ich sagen? Für mich muss ein Auto schreien. Das tut er doch auch. Und ich klackern. Ach, du hast keine Ahnung. Ich finde, der steht hier. Außerdem kommst du doch aus Gehlenberg, das ist doch so eine Hochburg. Ja, eigentlich schon, so eigentlich Hochburg. Ja, das der ist alten, eigentlich noch schlimmer als der alte Schweine mit Daimler. Ja, aber weißt du, wenn da nichts passiert, ne? Wieso? Ich finde, das reicht doch. Nee, mir wäre das zu wenig. Ah, wir haben hier schon, ich kann es jetzt nicht filmen, aber die Tanknadel habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, die zittert ein bisschen. Das ist auch mal so ein typisches Problem bei diesen Fahrzeugen. So, Philipp. Also wenn der ein bisschen mehr Krit hätte, ne? Also so vom Fahren her finde ich den ja gar nicht... Ist geil, oder? Finde ich den ja gar nicht verkehrt, aber... Also mir hätte er zu wenig Krit und mir sieht er von außen zu lieb aus. Aber da gibt es ja durchaus 190er... Den anderen, wo man noch ein bisschen was machen kann, ne? Können wir ja gleich mal den schwarzen uns mal eben anschauen. Der ist ja schon ein bisschen heißer gemacht. Gucken wir mal gleich, was es geworden ist. So. Ich glaube, das ist alles viel zu hell, was ich da sehe. Das ist egal, da schneidest du schon zurecht. Jo, da haben wir ja das Pongdong. Da kann man noch mal sehen, was man mit überschaubarem Aufwand aus dem 190er rausholen kann. Da haben wir zum Beispiel auch, ist auch ein 190er, auch der Baby-Benz. Allerdings als 2 Liter Benziner. So, dunkler Kühlergrill. AMG-Styling-Felgen drauf. Bisschen tiefer gelegt, weiße Blinker vorne, getönte Scheiben. Dunkle Rückleuchten hinten. Ganz, ganz anderes Auto. Das Teuerste ist an diesem Umbau. So Federn kriegst du irgendwie mit Einbau, mit einem Pipapo für 400, 450 Euro. Blinker, zusammen nochmal ein Huni, Kühlergrillen, Huni. Rückleuchten, bist du vielleicht bei 200, 300 Euro, 200 Euro Scheibentönen. Die Felgen, in dem Fall ein bisschen teurer. Aber da kannst du eigentlich auch so ein Auto für 1,5 bis 2.000 Euro, kannst du so ein Auto auch richtig cool und schick fertig machen. Und das ist auch das perfekte Auto für jemanden so wie unseren Mike. Die jüngere Generation, die dann nicht so auf Opas letzten Schuss wie ich so Lust hat, sondern die auch so ein bisschen, das war auch ziemlich pervers, ne? Opas letzter Schuss, Bock hat. Also ihr wisst hoffentlich, was ich damit sagen möchte. Ja, das ist vielleicht einfach gar nichts dazu sagen sollen. Hast du noch Fragen zum 190er? Oder habt ihr noch Fragen zum 190er? Bin ich auf irgendetwas nicht ganz genau eingegangen? Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten schreibt in die Kommentare, welches Auto ihr als nächstes vorgestellt haben möchtet.
Und wie in jedem Video geben wir jetzt einmal unsere Werkstatt auf den Keks. Hier war letztens ein Kunde, der ist ganz süß, wenn der Linus immer abhaut. So, und da ist er. Guck mal, heute läuft er nicht weg. Linus, sag mal hallo. So, Alex macht hier am Wartburg, also wir können auch ab und zu mal ein Ostauto. Ist allerdings schon einer mit einem 1,3er Polo-Motor, quasi Lizenzbau. Was musst du da noch machen? Oh, hier muss noch alles. Okay, Frage. Alles. Und Linus, was darfst du an diesem... Die Farbe ist geil, oder? Ja. Ist so richtig, richtig lecker. Ich hab die neue Cockpit reingemacht, mach den hier noch ein bisschen grob sauber, dann kriegt ihr noch Thermostat, Wasserpumpe und dann ist er fertig. Ach, sehr schön. Vielleicht können wir daher noch einmal den 190er sich irgendjemand erbarmen. Die eine Wagenheberaufnahme müsste ein bisschen entrostet werden. Ja, da kommt am Freitag ein Kunde für. Ich habe gerade schon im Video gesagt, den Fehler, den viele machen, Linus ist... Ich sag mal, wirklich jemand Kompetentes hier in dieser Firma ist Kfz-Meister. Da kommt nicht, er nur. Und nicht wie man sagt, Bäckermeister. Aber ich habe gerade schon im Video gesagt, man soll sich alle Wagenheberaufnahmen gucken. Wir haben, hörst du überhaupt zu? Ja. Das ist völlig, wir haben drei Wagenheberaufnahmen tippitoppi und eine Wagenheberaufnahme so ein bisschen am Gammeln. Warum das so ist, kann man wahrscheinlich mit logischem Verstand auch nicht erklären. Aber generell gilt, guckt euch diese alten Autos immer in Ruhe auf der Hebebühne an oder nehmt jemand mit, der da vielleicht ein bisschen Ahnung von hat. Oder wir bieten natürlich auch den Kunden die Möglichkeit an. Wir haben es ja bei Thorsten. Grüße nochmal an dich. Thorsten bringt Freitag Grillfleisch vorbei. Also na, hier Thorsten Rostiger Betrug. Falls ihr noch was sagt, Philipp, der kommt ja Freitag vorbei, hat bei uns einen Strich 8 gekauft und hat sich auch eine Kaufberatung hier geholt. Ist also mit dem Auto hier vorstellig geworden. Gut, dann ist das Ganze in einem riesen Eklat geendet, aber auch die Möglichkeit bieten wir auch. Und wir können mal ganz kurz nach hinten gehen zum Thema 190er. Fällt mir gerade was ein. Da haben wir jetzt hier einmal ein. Ist ein 1,8 Liter Benziner, in Almandin Rot. Richtig, richtig coole Farbe für 190er, finde ich. Mit den ja, schicken, originalen Mercedes-Alufelgen drauf. Den Wagen haben wir umfangreich durchrestauriert. Eigentlich hätten wir darüber schon ein eigenes Video machen können, weil der war eigentlich tot, der Wagen. Das muss man wirklich so sagen. Den haben wir dann aber komplett durchgeschweißt, neu lackiert und jetzt ist er wieder fit für viele, viele weitere Jahrzehnte. Wir können jetzt noch einmal nach hinten gehen, Philipp, und dann zeige ich euch einmal einen recht seltenen 190er Mercedes. Sehr seltenes Sondermodell Verde müsste das sein. Den haben wir dann für den Kunden durchgeguckt, auch gemeinsam mit dem TÜV. Ja, und dann sind da zwischen 8.000 und 10.000 Euro Kosten rausgekommen, nur um den Wagen auch durch den TÜV überhaupt zu bekommen. Der hat vorne einen Frontschaden gehabt und der war so zusammengefuscht, dass das ging gar nicht. Der Wagen bekommt jetzt noch eine neue Hinterachse verbaut. Dann wird er einmal aufbereitet, dann sollte er den TÜV und die H-Zulassung auch bestehen und dann kann der Kunde das Auto wieder abholen und ja, kann sich freuen, viele, viele weitere Jahre mit dem Auto zu verbringen. Deswegen ganz wichtig, guckt euch das Auto immer von unten an, checkt es in Ruhe, nehmt jemanden mit, der da Ahnung hat von diesen Fahrzeugen, weil sonst ja, habt ihr wirklich ein finanzielles Grab. Ansonsten gibt es hierzu nicht mehr ganz viel zu sagen. Wenn ihr ein bestimmtes Modell vorgestellt haben möchtet, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Worauf habt ihr Bock? Was möchtet ihr sehen? Ja, wir haben jetzt aktuell keine Ideen für ein zukünftiges Video. Das machen wir immer sehr, sehr spontan. Haut in die Tasten, dann machen wir ja, das Video nach Community-Wunsch, wie auch immer man das nennen möchte. Ich bin raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge.